Na gut. Keine Ahnung. Wir wurden da als Zwischenimbiss für was auch immer, glaube ich, abtransportiert. Was mich schon beruhigt ist, ich kann den Typen da nicht selektieren. Das bedeutet, er ist prinzipiell jetzt nicht unbedingt feindlich gesinnt. Nee. Was mich aber weniger beruhigt ist, dass da hinten lauter Totenköpfe rumliegen. Ich gehe mal looten. Kriegsgott-Holzschild. Oh, wäre das aus Stahl? Kriegsgott sind wir ja sowieso. Hey du. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you, sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? No, hollow sind wir eigentlich keiner. No, no, of course you're not. Wir sind ja der Ashen Award. That's what mad fools always say. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware, the shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Cool. Wallbauer. Bin gespannt, was das Come kann. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. Yippee! Wollen wir das? Ich weiß es nicht. You'll go mad one day, not today. Bin mir nicht so sicher. Take my advice. Use this bone and leave this place. This pit is for hollows and for the occasional madman fond of piling up victims. You've better things to do, I'd hope. This pit is for hollows. Okay, der erzählt uns nichts Neues mehr. Das bedeutet, wir kommen da tatsächlich nur mit Heimatknochen raus. Okay, na dann. Dann tun wir das. Wobei, das kann ich ja endlich entfernen. Das brauche ich ja nicht. Da können wir ja diese Seilfeuerbombe auswählen. Beziehungsweise Heimatknochen. Nee, verdammt, was tue ich? Ich möchte den Heimatknochen so verwenden. Das müsste ja eigentlich auch gehen. Leuchtfeuer der letzten Rast. Okay. War interessant. Ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt tatsächlich... Ich bin ein Trottel. Er hat ja irgendwas gesagt mit Opfert hier an dem Schrein. Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Nein. Was, wenn wir da richtig coole Dinge jetzt machen hätten können? So, will ich das jetzt nochmal machen, wenn wir schon da sind? Vor allem, ich weiß es nicht, ist der Typ jetzt immer friedlich oder greift mich der an? Ah, schwierig. Okay, hat sich gerade erübrigt, die Frage. Gut. Wieder hier, komplett senseless. Keine Angst, ich setze dann noch einen Cut, damit wir halt nicht dreimal immer wieder das gleiche sehen müssen. Das wollte ich noch ausprobieren. Am Opferaltar beten. Klar kann man da noch was machen. Bande der Wirbelsäule darbieten. Was können wir denen darbieten? Gar nichts. Hat sich jetzt total ausgezahlt, aber das scheint irgendwie ein weiterer Ad zu sein. Hey du. This pit is for Holland. Ja, ja, klar. Hast du noch einen Heimatknochen für uns? Nein, hast du nicht. Okay. Ich setze einen Cut. Wir sehen uns dann wieder, wenn es spannend wird. Na gut, da bin ich wieder. Am Dach des Unglücks. Am Dach der Welt. Ja, schaut euch mal an, was da unten abgeht. Das sind so immens viele Gegner. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir versuchen unser Glück mal auf der Seite. Beziehungsweise... Hey, da hinten... Oh, da gibt es was zum Looten. Oder ist das... Zu weit weg. Nein, nicht zu weit weg. Komplett übersehen. Finde ich cool. Überall ist der Brandbomben, ja. Ja. Ich würde sagen, Taktik. Ich versuche die da von da wegzusnipern. Dann haben wir da mal schon zumindest Gegner, die oben stehen, weniger. Ich fühle mich da relativ safe da auf diesem Plätzchen. Wir können ja mal schauen, was ich eingesammelt habe.
Gewicht 4 Kilo, Kriegsgott Holzschild, ist aber schlechter. 88 plus 5 wäre nicht so gut wie das Teil, das wir anhaben. 79 plus, nein, Blödsinn. Das wäre sogar um einiges besser, hat aber physisch nur 84. Das bedeutet, 16% Schaden kommen durch. Wir haben physisch 100. Haltung 48. Haltung bedeutet, wie viel oder wie leicht ihr quasi aus eurer ins Daumen gebracht werden könnt, wenn dieses Schild getroffen wird. Also das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das hat nur mehr 45 Haltungsschaden, hätte dafür eine höhere Angriffskraft. Schaut aber extrem geil aus, muss ich sagen. Okay. Fertigkeit. Waffenfertigkeit. Das Ausrüsten dieses Schildes in der linken Hand ermöglicht das Ausführen der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. Also es gibt doch auch auf Schilde Fertigkeiten. Fertigkeit parieren, wehrt den Angriff zum richtigen Zeitpunkt ab. Okay, das ist der Parry. Den kann ich ja bis heute nicht. Trotz mehreren Dark Souls Spielen. Ich bin zu blöd vom Parry. Das muss man tatsächlich üben. Also das ist Timing. Ihr müsst im richtigen Moment mit dem Schild parieren. Dann bringt ihr den Gegner quasi aus der Fassung. Und ja, so 64,2, also die Pfeile können wir sogar ausgerüstet lassen. Die haben jetzt nicht so viel negative Auswirkung auf unser Gewicht. Hey, habe ich nicht. Verdammt, ich habe an der falschen Stelle. Entschuldigung, sorry Leute. Ich möchte das auf der Seite haben, weil es nämlich egal ist, weil der Bogen sowieso immer beide Hände benötigt. So. Checken wir mal die Lage. Ich würde sagen, wir snipern den mal weg. Hoffentlich reicht unser Pfeil soweit. Oh ja. Ja, ich weiß, viele sagen sich jetzt, boah, du feige Sau, du, aber hey. Alles, was wir da schon wegbekommen, macht uns das Leben tatsächlich um einiges leichter. Und ich möchte nicht, ich weiß nicht, was sich da unten noch alles versteckt. Aber wenn wir, wie ich gesehen habe, was da an Gegnermassen, oh. Ich mag Raben. Würde ich das nicht tun, würde ich jetzt versuchen, ob ich den wegsnipern kann. Und da hinten geht's rauf. Und ich kann mir vorstellen, da hinten geht es dann in diese Kapelle, da ist sicher ein Endgegner drinnen. Und der Typ, das ist das, der blinde Riese, Dark Souls 1, der Calamite mit seinem Pfeil im DLC quasi vom Himmel holt, damit wir ihn überhaupt bekämpfen können. Calamite ist übrigens einer der wenigen Gegner, die ich tatsächlich nicht geschafft habe. Okay, ich rede zu viel und mache zu wenig. Oh, das geht sich knapp aus, aber ich sehe keinen Balken. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich werde jetzt da noch, I don't know, wie viel, 87, 7 Stück Pfeile investieren. Das macht mir Sorgen. Also theoretisch müsste er schwächer werden. Ich schieße ihm da die ganze Zeit in den Sack. Sieht mittlerweile schon richtig falsch aus, wo die Pfeile rauskommen, aber naja. Ich glaube, der ist nicht dafür ausgelegt, dass ich den von da treffen könnte. Was aber keinen Sinn macht, weil ich treffe ihn ja. Er leidet ja Schaden. So, treffe ich dich überhaupt hinter dieser Holzkonstruktion? Nope. Etwas höher. So. Ah, nee. Positionswechsel. Vielleicht ja jetzt. Müsste sich ausgehen. Schande. Ich muss die manuell bekämpfen. Na, geht so nicht. Da finde ich es schade, den treffe ich zwar, aber der zeigt uns keinen Energiebalken an und wieder ein Treffer in den Sack. Gut, da müssen wir ja, uns durchschnetzeln. Dann tun wir das. So, übersehen habe ich nichts. Da hinten kommen wir wieder zu dieser Sackgasse, wo es auch nicht weitergeht, also müssen wir da runter. Oh Mann. Wow, wow, wow. Schild nicht vergessen. Da ist unser Freund mit dem Claymore wieder. Ja. Ein Backstab und gleich über die Klippe runter. Das wäre geil. Wow. Ach du Boah, Blutungsschaden. Weg mit ihm. Wenn der Balken Blutungsschaden übrigens auf 100 ist, dann war's das. Dann ist es Game Over. Oh, so viele Gegner. Und ich habe auch immens viel Seelen. Was soll's. Muss ich halt an Cut setzen, bis wir wieder an der Stelle sind und ich meine Seelen hole.
Das sind Pulverfässer. Wenn ich da reinkomme, dann war's das. Instant. Kann ich die irgendwie triggern, dass die auf mich werfen und die Pulverfässer treffen? Geile Explosionsanimation. Aber wenn ich die Pulverfässer vorher kaputt mache, bevor sie mich treffen, sollte mich das relativ wenig tangieren. Okay, wie komme ich darauf? That's the question, hä? Schauen wir mal. Pulverfässer kaputt machen. Den mal looten. Seele eines unbekannten Reisenden. Weit ging seine Reise nicht, so wie es scheint. Oh, 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 oh. Oh, Alter. Oh, 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 der steckt aber ordentlich ein. Und da hinten. Oh, das ist eine echt fiese Stelle, weil ich meine. Oh, 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 oh. So, Orientierung verloren. Ich muss da mal weg. Ich muss zumindest mal aus dem Einflussbereich dieser Bombenwerfer raus. Kann ich dich backsteppen? Du Schande! Nein! Nein! Wie er mich einfach so zum Bestandteil seines Mittagessen in diesem Topf zermatscht. Okay. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Lasst mal einen Daumen da. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.